Translokation. Translokation ist ein Wort mit verschiedenen Bedeutungen. Im Okkultismus ist Translokation auch als Windreiten bezeichnet. Translokation bedeutet, dass Medien sich dematerialisieren können und dann an einem anderen Ort wieder auftauchen können. Dieses Phänomen der Translokation findet man auch bei indischen Yogis immer wieder berichtet, dass Yogis irgendwo hingegangen sind, plötzlich verschwunden sind und dann woanders wieder aufgetaucht sind. In den Mythen um Shankaracharya herum gibt es mehrere solcher Phänomene. So soll zum Beispiel bei seinem 8. Geburtstag Shankara von Rishis besucht worden sein, und als diese das Haus seiner Eltern und Shankaras verlassen haben, wollten Shankaras Eltern diese Rishis nochmals sehen, die waren aber verschwunden und andere haben diese woanders gesehen. Translokation ist aber auch in der Genetik die Ortsveränderung von Chromosomen innerhalb eines Chromosomenbestandes. In der Biochemie ist Translokation ein Vorgang, bei dem Proteine in die Zelle hineingehen. In der Chirurgie ist die Translokation die operative Verpflanzung eines Sehnenansatzes. Es gibt auch die Translokation eines Gebäudes an einen anderen Ort in der Baudenkmalpflege. Besonders bekannt waren zum Beispiel die Translokation von ägyptischen Tempeln beim Bau des Aswan-Staudamms. Und in der Parawissenschaft bezeichnet man als Translokation auch die Veränderung der räumlichen Position eines materiellen Körpers. Also nicht nur, wenn ein Mensch sich dematerialisiert und woanders rematerialisiert, sondern auch Translokation kann auch gleichbedeutend sein mit Telekinese.